So, jetzt müsste ich hier irgendwo Eingangslager, das Ausgangslager, Edelmetalle, Eingangslager. Wo habe ich denn das Großlager Hinterhof 2? Genau, das ist es. Ja. Das schieben wir hier hin und verknüpfen es auch. Dann kann er nämlich da Sachen rausziehen. Edelmetalle Eingangslager. Aber wir brauchen da auch noch das Steinlager. Können wir das nicht auch nehmen? Doch, ne? So. Erstmal kicken, gucken, wo Bricks. Bricks haben wir 47 Stück, aber ich glaube, wir brauchen ein paar mehr. Wenn mich das nicht täuscht. Ja, Glass Construction Skillbook. So, okay. Jetzt ist die Frage, was müssen wir hier skillen? Das habe ich doch noch nicht geskillt, ne? Was brauche ich denn dafür? Verbrennungsmotor ist. Aber Moment, die kann ich doch noch nicht. Dürfte ich doch noch gar nicht herstellen dürfen, weil ich habe das doch noch gar nicht geskillt. Sehe ich doch richtig, oder? Industry. 19 Sand, 19 Mortar Massbarrel? Stone. Sehr easy. Oder hatte ich das? Ist das Mechanics? Kann das Weiß sein? was? Ich nix wissen. Ach was. Zack. Gut, ich habe 4000 Punkte, ne? Ich skill das jetzt einfach. Ja, klar, mach das mal. Weil bei 4000 Punkten, sorry, aber die werden jetzt verquast. So. Ach, du bist auch hier oben. Hi. Hallo. Ich guck gar nicht hin. Nö, warum auch? Ich bin dafür, dass wir uns jetzt langsam mal für die Nacht vorbereiten. Was? Nicht was? Bienenscheiße ist so nicht kack. Ich habe gehört, dass wir uns Nein, für die Nacht. Bienenkotze. Okay. Dass wir uns für die Nacht vorbereiten. Ich Du habe willst doch schon mal ein bisschen. nicht schon wieder Schluss machen. Aber sowas von. Warum? Morgen ist Sport angesagt. Morgen ist Essen gehen angesagt. Kann ich ja nichts für. Doch. Du gehst mit mir ja nicht essen. Hättest du mich jetzt zum Essen ausgeführt, ja? Dann wäre das was anderes, aber wir würden ja nicht Das ist morgens so. früh essen gehen. Das ist so. Deswegen, Baby. So, was musst du gerade noch machen? Vorher? Ich bin, ich mache, ich bin noch, ich muss noch. Ja, was denn? Ja, ein Pisten. Weißt du, was jetzt ein bisschen blöd ist? Was denn? Dass die Begriffe in Deutsch und die anderen nicht in Deutsch sind. Pisten ist ein Kolben, ne? Unmöglich. Also hier die Maschine kenne ich ja noch gar nicht. Was ist das denn jetzt, was du hier hast? Und für einen Kolben? Für, ist das denn so ein Kolben? Drehbank. Kolben ist ein Pisten, genau. Womit arbeitet denn jetzt die Drehbank? Braucht die keinen Strom? Nein, die nicht. Die ist fischbetrieben. Da brauche ich zwei Eisendinger. Die macht dich, glaube ich, hier. Ne? Macht dich die hier? Ja, macht dich hier. Ölbohrturm, heiliger. Ja, weißt du, warum ich eigentlich jetzt überhaupt keine Zeit habe, aufzuhören? Ja, du musst ja nicht aufhören. Doch. Das ist ja ein gemeinsames Projekt. Also ich laufe jetzt auch noch so lange nur noch hinterher. Bis du auch sagen kannst, dass du fertig bist. So. Guckt euch diesen Prachtschinken an. Was, guckst du mir schon wieder auf den Arsch oder was? Manchmal macht mir dieser Mensch Angst. Ach, ich sehe gerade einen Knopf. Was ist denn das hier? Ein Knopf auf dem Farmers Table. Wie süß.
Soll wahrscheinlich gar kein Knopf sein, aber sieht einfach so aus. Egal. Gibst du jetzt schon mal alles in Auftrag oder war das gerade deine Idee? Nee, ich wollte, ich muss, ich, ach, ich will noch nicht Schluss machen. Kannst du, ruf doch mal deine Mutter an, ob du noch eine Stunde darfst. Nee. Alter, hier sind so schöne Sachen, ne? Ja, vor Freude ist die schönste Freude. Oh, hier sind so tolle Sachen. Ich freue mich so auf Ölraffinerie und Ölbohrturm. Sag mal, ich brauchte doch für das nächste Skillbook, für das Öl-Skillbook, brauchte ich doch den Motor, oder nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, was wir für Zement Wurde brauchen denn und den jetzt dafür schon habe ich schon alles in beendet? Auftrag gegeben. Du hast aber hier jetzt nichts weggenommen, oder? Hätte ich mal am liebsten. So, hier Zement. Ja, das läuft doch. Ich habe doch gerade den. Oder hat er Ja. sich den. Hat er sich den schon gezogen hier unten? Ja, gut möglich. Haben wir das so gut miteinander verknüpft? Gut möglich. Stimmt, ich brauche noch 16 Lamba hier. Und was ist mit deinem Ja. Zement? Ja, würde ich machen, boah, hier muss ich aber noch das Skillbook für machen. Ja, das Skillbook steht ja schon. Hol doch mal, wir brauchen 8 Lumber und 16 Bricks. Dann kann das fertig gemacht werden. Dann können wir gleich damit anfangen, weil ich brauche Zement beim nächsten Mal. So, wo hätten wir denn, hast du denn Bricks in Auftrag gegeben? Nö, ne? Ich habe Briggs einen Auftrag gegeben, ja. Wo landen die denn? Wo sie immer landen. Ja, und wo ist das? Weiß ich gerade nicht. Erde, Sand und allerlei. Wo ist das denn wieder? So, wie viel Lamba brauchst du? Ich glaube, ich sagte 16, ne? Ich gucke mal jetzt 16. sicherheitshalber nochmal nach. 16 kriege ich hin. Und plus 8. 16 plus 8. 16 plus 8, okay. Alles klar. Das ist hier irgendwie doof geregelt. Kann man ja alles nochmal überdenken. Ist ja kein Problem. Steinlager ist brechend voll. Ausgangslager, Eingangslager, Ausgangslager. Großlager, Hinterhof. Das ist zurzeit so das Einzige, was hier wirklich funktioniert, ne? Weil da nichts drin ist. Weil diese ganzen Steinwege, die verklumpen uns derart die Stockpiles hier. Müssen wir einfach noch mehr Wege bauen. Das ist das Ziel. Absolut. Nur dann sind die halt beim nächsten Mal fertig gemacht, die Bücher, weißt du, und dann können wir gleich weitermachen. Hat ja auch in dieser Folge haben wir das ja grandios gebraucht, Was? dass wir sofort die Bücher fertig hatten, weil wir die ja von Anfang an geskillt und dann sofort genutzt haben, ne? Aber die Sägemühle ist fertig, das ist auch schon mal was. Natürlich. Sogar perfekt. Also ja, nicht perfekt mit hier und da noch ein bisschen am Schleifen, aber die berühmte 80-20-20-80-Formel. Hallo? Eine Schildkröte versperrt den Weg. Der passt. Nicht mit Die mir. bringt dich um, denk dran. Sei hier. Die Lamba, ich weiß nicht, ob du, die mal in das Großlager hinten ist. Hinterhof. Alles klar.
Das leere Lager am Hinterhof, da müsste das dann klappen. Ja. Wird gemacht. So, gut. So, leeres Lager. Das große Hinterhoflager, ja. So. Zack. Finish. Jetzt haben wir da sogar noch ein bisschen was, damit ich das andere Skillbook. Huch. Bearbeiten kann. Bearbeiten, verarbeiten. Da läuft auch schon. Öl und Zement. Zement hat 100% und Öl, da fehlt noch das Zement. Ja, und dann haben wir das auch. Geil. Ja, Zement, Zement. Wo war denn nochmal der Zementmischer? Weißt du das zufällig? Nö. Wo wurde denn der Zementmischer gemacht? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Haus schon wieder nicht ausreicht hier. Zementbrennofen. Genau, den könnten wir jetzt herstellen, weil der braucht eine Gearbox und einen Piston. Was habe ich gesagt? 50 Minuten. Ja. Heilige. Okay. Der braucht eine Gearbox und einen Piston. Eine Gearbox und einen Piston. Zwei Sachen braucht er noch, ja. Oha. Dann haben wir es. Dann breche ich das mal wieder ab. Das mal wieder ab. Eine Gearbox kriegte ich. Das war eine Gearbox, ne? Genau. Für eine Gearbox brauche ich den. Ja. Und dann kann ich den herstellen. So. Ey, das dauert jetzt alles nochmal 10 Minuten. Nein. Alles gut. So, und einen Kolben, ne? Ja, genau. Und damit der Kolben produziert werden kann, müssen wir da hinten ein Stahlding bauen. Verrückt. Die Frage ist, ineinander greift. Wo bauen wir diese Zementmaschine hin? Das weiß ich eben nicht. Können wir mal drüben hinbauen, ist ja auch kein Problem. Doch. Okay. Doch. Okay. Doch. Hier ist ein Missing, ne? Für den Pisten. Ach, der soll sich nicht so anstellen. Wer ist am Pissen? Das Pistenprojekt ist doch vollständig. Bei mir steht Missing. Tja. Warum auch immer. Tja. Bei mir baut er jetzt auch am Electronics Assembly weiter. Komisch. Solange du das Gerät gleich hast. Ja, das Schöne ist, ich habe ja nichts damit zu tun. Ich brauche es ja. Also ich stelle es nur her und das wird dann in einem anderen Prozess wieder verbraucht. Ich frage mich aber, warum der so wahnsinnig lange da hinten schon wieder kloppen ist hier. Ah, deswegen. Moment. Weil er erst den Zementkillen fertig macht und das ist... Genau. Aber warum brauchen denn die Eisenrohre so lange? Wenn ich das wüsste. Kann ich denn da was skillen? Schmisch. Das ist alles voll geskillt. Das ist alles voll geskillt. Metall Construction. Komm, machen wir mit. Wir haben doch sowieso genug Punkte. Fertig. Ja, so. Boah, was kann ich jetzt herstellen? Weiß ich nicht. Ich kann doch irgendwas mit Steel Construction herstellen. So, Engineering. Ich nicht ausgehen. Oil Drilling. Super. Jawohl. Perfekt. Pharma habe ich alles. Was kann ich denn mit dem Carpentry machen? Weil viel brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ja, gar nichts mehr. Das Thema ist durch. Also jetzt hier den Zement-Killen. Unten haben wir das Skillbook am Laufen. Und damit können wir in der nächsten Aufnahme auch damit starten. Sag mal, hast du eigentlich schon Glassworking? Das ist bei Mason. Das hast du noch nicht? Nö. Nein. Okay. Habe ich noch nicht. Milling haben wir auch noch nicht, ne? Mining habe ich auch noch nicht, nein. Milling, Mühlen tun. Milling. Wo finde ich das? Bei Pharma? Ach, bei Pharma habe ich gar nichts. Noch nicht mal Digging, obwohl ich Digging eigentlich mal machen könnte. Digger. Bam, alles voll, so. So, jetzt müsste das ja hier fertig sein und da auch fertig sein und jawohl.
Was haben wir gesagt? Milling und wie ist das andere noch? Ja. Mhm. Glassworking. Genau. Das ist immer gut, Jörg Batsch bei sich zu haben, der sich alles im Kopf behalten kann. Glasverarbeitung. Order. Und Milling ist Malen. Ab rein damit. Dann haben wir nämlich die Bücher endlich mal im Auftrag. Ja. Und dann müssen wir die beim nächsten Mal fertig machen. Die suchen wir jetzt auch nicht mehr zusammen. So wichtig ist es nicht, aber dann haben wir sie auf jeden Fall schon mal im Speicher und müssen nicht nächste Woche von vorne beginnen. So. Okay. Was habe ich denn? 4800 zu 55. Ich kann noch eine Kleinigkeit essen. Ja, ich muss gerade noch ein bisschen rumlaufen, damit ich hier meinen Magen ein bisschen leerer kriege. Ich brauche wieder reines Protein und Vitamin. Was ist denn Protein und Vitamin? Das ist Carbs. Geschafft. Das ist Fett. Das ist Carb. Das ist Protein und Fett. Auch nicht. Das Protein. Mein Magen ist wieder voll. Ja, meiner auch, aber hat leider nicht so geklappt, wie ich das gehofft habe. Ah, egal. Du weißt ja, wir haben genug Punkte. Das stimmt. So. Ja, dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Auch dir natürlich wieder vielen lieben Dank für die schöne Aufnahme. Für das schöne neue Zuhause, das wir uns gebaut haben. Das schöne Sägewerk. Wie findest du es? Wunderbar. Sag einfach wunderbar. Super. Ah, super sogar. Danke. Ja, bauen wir natürlich beim nächsten Mal auch dran weiter. Wir kümmern uns um die Zementmaschine. Fuselito kümmert sich um die Ölraffinerie. Ja, endlich Öl ins Wasser. Dann wird das hier alles nur noch eine schwarze, dreckige Brühe sein. Ich freue mich so sehr. Ich bin gespannt. Ja? Ich bin echt gespannt. Ja. Lassen wir eigentlich da oben die Schlacke da so liegen? Das ist ja deine Schlacke, ne? Ich habe die produziert, kannst du dich drum kümmern. Okay, alles klar. Ja gut, ansonsten macht's gut. Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Und bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich bei euch nur ein kurzer Schnitt. Vor nächster Aufnahme, wie auch immer. Nochmal Fuselit hinterher rennen. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Dam, da, dam, dam, dam. Naja. Was? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, bis dahin. Ciao, ciao. Fussel? Ja? Was machst du da oben? Nicht springen! Doch, ich kann die Schmach nicht mehr ertragen. Mit Warum? Dir dieses scheiß Worms gespielt zu haben. Ich will nicht mehr. Ich fang dich. Nein, ich werde dich nur plattmatschen. Oh nein. Ich springe. Du meinst ernst? Guten Tag. So, und damit Hallöchen zu einer weiteren Aufnahme von Echo. 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 Sag mal, du hast aber auch sehr lange wieder in der Sonne gestanden, oder? Mein Gott, ja, siehst du wieder knusprig aus. Danke. Bitte, komm bitte, mal von bitte. Hinten. Toll. Vor allem diese Hose kommt so richtig zur Geltung. Ja, ich sehe sie auch nicht. Nee, ist richtig. Ja, hör mal, hast du schon mal geguckt, was so auf diesem Ding hier los ist, auf unserem Planeten? Wir haben ein echtes Problem, mein Freund. Ja? Ja. Bäume? Nee. Und zwar sterben uns die Kammers aus. Ich suche sie gerade. Wo haben wir sie denn? Kammers? Wo sind die denn? Klammer? Ja, T oder? Cedar? Ja, C wie Cäsar und. Ja, genau. Weißt du noch, ne? Und dann hast du ja dieses und 38 Moor Spezies. Wo habe ich sie? Genau. Oh, Kelp, Herr, Tomatus, Kammers, da, in grün wurden sie geschrieben. Als ich vorgestern hier war, um zu essen, hatten wir noch 20. Gestern hatten wir 19, heute haben wir nur noch 14. Wir haben nur noch 14 Kammers auf diesem Planeten. Ich sehe es. Mein Freund, das ist nicht gut. Kammers ist so eine Art Süßkartoffel, glaube ich. Und die ist gar nicht schlecht. Ich werde mir mal Gedanken machen, wie wir die wieder peppeln können. Ich weiß nicht, wo die ist, deswegen ich kümmere mich dann noch drum. Ja, nur aber wir haben doch bestimmt irgendwo, ne? Ja, wir haben noch 99, glaube ich, in der Kiste, aber die sterben aus. Das heißt, wir können keine neuen sammeln. Ich lass mir aber noch was einfallen, wie wir die vielleicht wieder resettet kriegen. So, okay. Was haben wir heute vor? Aber mehreres. Genau. Erstmal war Beton ganz wichtig, damit du deine komische Ölraffinerie hinkriegst. Richtig. Nee, erstmal was essen. Ich muss erstmal was essen. Yum, 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 yum. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. Oder
klar. Ja, was könnt. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Alter, ich krieg 500 nur fürs Essen. Ich habe das noch nie so gut geskillt gehabt. Oder kriegst du auch so viel? Also 500 sollte man hinkriegen. Thank you.